Well, everybody's heard about the bird. The bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. The bird is a winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird, bird. The bird's a winner. Well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner. Well, the bird. Servus Leute und schön, dass ihr dabei seid bei meinem neuen Video. Ich stehe hier in Krünn am Wanderparkplatz und es geht heute auf die Schöttelkarspitze. Ja, und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Also, kommt mit. Also, wir gehen jetzt ins Richtung Säunengebiet. Das ist der Weg. Wir gehen jetzt über die Isar schnell rüber. Hier die Brücke. Und dann ist auch gleich schon der Einstieg zum Wanderweg. Hier sind jetzt erstmal sehr viele Schilder zu sehen. Das verwirrt etwas. Man kann links herumgehen auf die Schöttelkarspitze. Es geht auch rechts herum. Und der rechte Weg, das ist unser. So. Und da ist ja schon der Einstieg. Das sind mal gerade irgendwie 10, 15 Meter und dann geht es auch schon los. Da steht es auch nochmal. Ja, Shuttlecar-Spitze 5 Stunden. Ja, das ist ein bisschen viel. Das werden wir heute nicht brauchen. Das geht mit Sicherheit schneller. Wir sind jetzt an der Kreuzung angekommen, aber kein Problem, Wegweiser gibt es ja auch. Es geht einfach geradeaus weiter. Ja, schöne Momente hier. Habt ihr das auch gerade gespürt? Kennt ihr das, wenn ihr ganz früh in den Bergen unterwegs seid? Die Sonne steht noch schön tief und ja, die Sonne scheint so durch die Bäume durch. Es ist kalt und es fühlt sich einfach schön an gerade. Ja, wenn ihr ähnliche Erlebnisse habt, kennt, vielleicht schreibt ihr das einfach mal in die Kommentare bei mir. Würde mich interessieren. Jetzt sieht man hier schon mal den Sinuskopf. Da sollen wir rauf. Das ist unser Zwischenziel. Genau, den Gipfel rechts lassen wir liegen. Da könnte man auch zwar rüber gehen, aber die Schöttelkarspitze liegt dahinter. Die sieht man jetzt nicht. Ja, jetzt sind wir hier an dem Wegweiser angekommen. Hier geht es jetzt weiter Richtung Schöttelkarspitze. Man könnte aber auch hier noch einen Abstecher machen in die sogenannte Hüttelbachklamm. Ja, ich lasse das jetzt aus, weil ich möchte mir die Zeit sparen. Es ist gerade so schön hier auf dem Wanderweg. Ich gehe jetzt einfach weiter. Man muss wirklich sagen, dass an Wegweisern hier nicht gespart wurde. Das ist sehr positiv. Ja, von hier hat man einen schönen Blick schon mal ins Karwendel. Man sieht hier die Viererspitze und die westliche Karwendelspitze. So, jetzt verdichtet sich noch mal kurz der Wald hier. Mal schauen. Das ist alles gut. Gehbarer Wanderweg hier. Und ich melde mich zurück, wenn es wieder markante Punkte gibt. Hier sind wir jetzt wieder im Geröll. Es ist ganz interessant zu sehen, dass hier im Wald
Hier ist ein ganzer Pfad voller Geräusche. Ja, ich bin jetzt mittlerweile auf 1500 Meter. Es schaut hier immer noch so aus. Ja, es ist eigentlich so mehr oder weniger gleichmäßig verlaufender Wanderweg hoch. Ja, überall sind diese rot-weißen Schilder zu finden, die den Weg markieren. Ja, man hört das Wasser rauschen hier. Ja, hier sind einige Quellen. Ja, fließend Wasser hat man hier. Was will man mehr? Sehr schön. So. Und weiter. Der Sinuskopf liegt direkt vor uns. Ja. Oben ist noch ein kleines Schneefeld. Der erste Blick auf die Schöttelkastenspitze, der 3 ist hier. Wunderbar. Ja, weit ist es immer. Ein kleines Kopf. Ein kleines Stückchen noch. Und dann sind wir oben. Ja, der Schnee ist noch hart gefroren. Aber man muss aufpassen, dass man nicht ausrutscht. Das war er. Seines Kopf erreicht. Und hier hat man wirklich eine schöne Aussicht. Ich zeige euch die mal. Ja, wunderbar hier oben anzusehen. Und man kann jetzt entweder hier den Weg hier unten folgen. Oder man geht einfach direkt oben drüber. Das ist mit leichter Kletterei verbunden. Also der leichtere Weg, der Wanderweg, der geht hier unten längs. Hier geht es jetzt runter. Man sieht schon. Hier ging es jetzt ganz kurz mal runter. So, von hier sieht man eigentlich sehr schön den weiteren Wegverlauf. Der eigentliche Wanderweg, der kommt von da unten hier rüber. Da treffen beide Wege wieder zusammen. Und dann geht das hier hoch auf diesen Gipfel hier. Und da drüben ist die Schöttelkastenspitze. Man sieht schon sehr schön den Gipfel mit dem Kreuz. Da geht es jetzt hin. So, Schafkehre ist das hier. Ja, hier haben wir auch nochmal einen Abstieg gefunden. Der Abstieg hier runter, der geht zu der Vorstraße. Die führt um den Berg herum zur sogenannten Vereinsalm. Und da kann man dann von Süden auch auf die Säuernspitze gehen. Ja Leute, jetzt bin ich einfach hier den Weg weitergelaufen und hätte fast den hier verpasst. Hier geht es jetzt nach oben. Hier der Weg. Der quert hier diesen Hang und führt dann rüber Richtung Säuernspitze. Der hier geht jetzt direkt nach oben zu dem Gipfel, den wir überschreiten müssen, um auf die Schöttelkastenspitze zu kommen. So, das Schild ist schon zu sehen da vorne. Wir haben gleich den Durchstieg erreicht. Wie gesagt, Säuernspitze ist hier die Richtung. Schöttelkar geht es hier rüber. Schön zu sehen, der Gipfel schon. Hier müssen wir durch. Hier sieht man auch schön den Übergang. Es geht an der rechten Seite an der Schöttelkarspitze vorbei und dann rauf auf den Gipfel.
So, jetzt nochmal ein Blick zurück auf das Schneefeld, was wir gegangen sind. Von da oben, diese Durchschlupf, da bin ich durch und jetzt hier runter. Und jetzt geht es hier einfach an dem Felsen vorbei, direkt nach oben. So, Gipfelkreuz ist in Sicht. Hier geht's weiter. Wir sind jetzt fast am Gipfel. Von hier gibt es auch noch mal einen zweiten Anstieg. Das ist der hier zu sehen. Und der kommt hier am Gipfel raus. Das ist der längere Weg. Das Auto steht da hinten. Da hinten steht mein Auto in Krün. Man muss dann hier diese ganze Strecke gehen und dann hinten rum rein. Hier auf der Shuttle Car rauf, um dann hier reinzukommen. So, und wir gehen jetzt weiter zum Gipfel. So, Shuttle Car Spitze erreicht. Toll. Ja, gehen wir mal ein Stück weiter vor. Hier. Fangen wir mal hier an. Da unten ist der Parkplatz, ein bisschen verdeckt. Es ist grün. Da bin ich losgelaufen, rauf auf den Buckel hier, dann rauf hier auf den Seineskopf. Dann ging das hier rüber. Der hier ist das Feldernkreuz, habe ich gerade eben noch mal nachgeschaut. Und dann hier diese Schneerinne runter und dann einfach links vorbei an den Berg. Hier unten sogenannte Säulenkar. Hier Säuernsee und unten gibt es auch noch eine Hütte. Noch weitere Berge, die hier zu sehen sind. Hier Krapfenkarspitze und Gumpenkarspitze. Säuenspitze, Reißender Lahnspitz ist es, glaube ich. Da hinten ist noch die Karwendelkette, fängt da an. Gerade wenn man auf der Säuenspitze steht, hat man einen tollen Blick ins Karwendel. Kann ich nur jedem empfehlen. So, da sind wir wieder am Ausgangspunkt zurück. Das ist der Abzweig rüber zur Säulenspitze. Und den gehe ich jetzt noch ein Stück. So, Reißender Lahnspitz ist erreicht. Da sieht man nochmal den Weg, den ich gegangen bin. Und da wartet schon die Säulenspitze. Sehen wir zu, dass wir gleich weiterkommen. Da bricht es aber sauber weg. So. Das ist jetzt vorbei. Wir sind jetzt hier wieder auf dem Wanderweg. Die Spitze liegt direkt vor mir. Das ist jetzt nicht mehr weit. Nur ein kleines Stück.
So. So, ich habe jetzt noch einen kleinen Abstecher hier gemacht auf die Säulenspitze. Das war es mir wert. Das Wetter ist so angenehm. Und der Ausblick hier ist wirklich überragend. Wirklich ganz schnell das ganze Karwendel vor sich hier. Spitze haben wir wieder hinter uns gelassen. Bin jetzt schon wieder am reißenden Lahnspitz. Der ist da oben, da waren wir gerade eben. Und es geht jetzt weiter zurück zum Ausgangspunkt Reinickskopf. Schöne blanke Feldplatte hier. Oh, es geht gut zu gehen. Also wirklich eine schöne Tour. So, jetzt stehe ich noch mal auf einem kleinen Nebengipfel, liegt auch noch am Wegesrand, das ist der sogenannte Feldernkopf, nicht zu verwechseln mit dem Feldernkreuz, was da drüben war und was der Übergang zur Schöttelkarspitze war. Ja, und ich soll jetzt noch hier wieder zurück, wieder rauf auf den sogenannten, auf das sogenannte Feldernkreuz und dann zurück zum Seinigskopf. Es soll auch einen Weg weiter unten geben. Das sieht man auch da hinten. Da gibt es so eine Querung rüber. Da unten, da ist ein ausgetretener Pfad. Da gehen wir jetzt nochmal runter und gucken uns das mal an. Ja, jetzt bin ich in der besagten Rinne hier drin. Ist eigentlich ganz einfach, hier runter zu kommen. Ein bisschen bröselig, aber ist nicht schwer. Und da drüben geht es jetzt weiter. Einfach hier das Band queren und dann auf dem einfachen Weg weiter. Ja, die bröselige Rinne ist geschafft. Ja, einfach eine gute Sache, um nochmal Höhenmeter zu sparen. Geht es wesentlich schneller dadurch, hier nochmal zum Feldernkreuz aufzusteigen. Also ja, diese Felsen da nochmal ein bisschen Kraxelei, vielleicht nach oben. Ja, da gehe ich jetzt noch hoch. So, den Weg habe ich jetzt hinter mir. Eigentlich fast alles nur Wanderweg. Ein bisschen geht es auch über die Buckel drüber, aber alles nicht schlimm. Und hier, das ist jetzt der letzte Anstieg, eine kleine Kletterstelle, die es hochgeht. Ja, der Seinigskopf ist wieder erreicht. Es geht jetzt quasi hier runter wieder über das Schneefeld. Gleiche Weg, wie wir aufgestiegen sind. I hurt myself today. To see if I still feel, I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in. Ja Leute, das war's jetzt mit dem Video auf die Schöttelkarspitze. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vielleicht lasst ihr auch noch ein Abo da. Ja, bleibt mir nur noch Servus zu sagen und bis zum nächsten Mal. Also, macht's gut. Ciao.